Cannabis, Benzos, Lyrica, Schmerzmittel, Crack, Kokain, Codein. Teilweise wie Müllschlucker, einfach rein, was geht. Die Menschen, die ich für diesen Film kennenlerne, sind Polytoxikomanen, also von mehreren Substanzen gleichzeitig abhängig. Ich nehme gerne alle Drogen und ja, wenn ich dann angefangen habe mit einer Droge, hieß es dann nicht, dass ich die nächste angefangen habe und dafür die andere sein lassen habe, sondern es hat sich immer aufgebaut. Es hat sich immer dazu addiert. Bisher hat die Sucht ihr Leben bestimmt. Gerade machen sie eine Entgiftung. Wie tausende andere Menschen in Deutschland versuchen sie, von den Drogen wegzukommen. Ich habe seit letztem Jahr halt insgesamt 5 Leute verloren. Was? Ja. Alles aus deinem Freundeskreis? Ja, alles aus meinem Freundeskreis. 2 Tage begleite ich sie im Entzug im Haus 23, im größten Suchtklinikum Thüringens. 98% der Patienten hier sind Polytox. Ich habe viele Drogen genommen, um einfach so zu sein, wie du jetzt bist. Nicht, um jetzt irgendwie so Party zu machen, sondern einfach, um normal zu sein. Ich filme selbst mit kleiner Kamera, ist intimer und sensibler. Eins muss klar sein, Sucht ist keine Charakterschwäche. Sucht ist eine schwerwiegende Krankheit. Wenn man dann auch noch von mehreren Substanzen gleichzeitig abhängig ist, wie kommt man von allem wieder los? Es geht früh los im Haus 23, der geschlossenen Suchtstation im ökumenischen Heinig-Klinikum Mühlhausen. Ja, bitte? Hallo, die Anne. Guten Morgen. Mir wird aufgeschlossen, denn die Türen und Fenster sind hier immer zu. Warum, werde ich später erfahren. Nach einer kurzen Morgenbesprechung und Visite der Pfleger und Ärztin gehe ich direkt mit in die Stunde von Ergotherapeut Christian Hildebrand. Wir Wiesbaden. Im Osten von Thüringen ist welches Bundesland? Wurde eben auch schon gesagt. Sachsen. Genau. Hauptstadt von MacPom ist? Schwerin. Astralen. Gut, gell? Erstmal sollen sich alle konzentrieren, deshalb die Fragerunde. Die Ergotherapie soll die Ausdauer und Selbstwirksamkeit schulen und ablenken von den Entzugserscheinungen oder Gedanken ans Konsumieren. Übrigens, ich zeige in diesem Film nur die Menschen mit Gesicht, die sich auch dazu bereit erklärt haben. Die Schilder, die hier überall hängen, sind Motivationsblätter. Manche lassen die hier, deshalb hängen schon rund 1300 Stück an der Wand. Naja, die Blätter, die werden halt immer verlangt, so damit du erstmal in dich gehst und guckst halt, du sollst halt deine Ziele für dich irgendwie visualisieren und dir mal drüber nachdenken, warum bist du hier oder was willst du erreichen. Und dir das dann halt auch oben hinhängst, so als Motivationsbaum. Ne? Was hast du jetzt auf deins draufgeschrieben gerade? Naja, ich habe halt, dass ich endlich ankommen will, endlich frei sein, Geborgenheit, geliebt werden. Das ist Sebastian, 40 Jahre alt. Mit ihm werde ich einige Zeit verbringen. Es ist sein 17. Mal in der Entgiftung, in 25 Jahren. Andere Patienten flechten Armbänder. Auch Jared soll beruhigen. Ihn werde ich in den nächsten 2 Tagen noch besser kennenlernen. Alle hier wollen sich verändern, aber niemand kann die Sucht einfach an der Tür abgeben. Die kleinsten Reize können den drogenabhängigen Suchtdruck machen. Wegen Triggern muss ich aufpassen. Der ein oder andere klingt doof, ist schon getriggert, weil an den Türen steht ziehen und drücken dran. Ja? Also wenn ich auch bei Speckstein oder Mehl, es entsteht halt ein weißes Pulver oder es ist ein weißes Pulver da oder Streusalz, dass das triggert. Das Suchtgedächtnis bleibt halt ein Leben lang. Mit Sebastian gehe ich nach der Ergotherapiestunde in den kleinen, umzäunten Außenbereich der Station zum Reden. Ich will verstehen, wie bei ihm alles anfing und warum er heute da ist, wo er ist. Und so als alleine, was soll man machen? Also ich bin groß geworden bei damals war so eine rechten Szene bei mir, wo ich groß geworden bin. Und da waren wir halt viel im Jugendclub und so. Und da fing das mit 9, 10 schon an mit Trinken. Mit 9 oder 10? Ich habe eine Waffe gemacht. War halt auch viel Gewalt im Spiel, alles. Das war alles nicht so toll und deswegen bin ich irgendwann dann, so mit 12, 13 bin ich weg da. Bin woanders hin, mich mit anderen Leuten abgegeben, die haben halt gekifft. Also das komplette Gegenteil. Dann kam Ecstasy, LSD, Kokain. Das, was da war, hat Sebastian probiert. Er sagt, es ging ihm um die Gemeinschaft, ums Spaß haben mit der Gruppe, seiner neuen Familie. Ja, und irgendwann mit 15 war es halt so, After Hour zu Hause gesessen, dann kam halt mich mal nicht die Chemie ran so. Kam halt irgendeiner mit Heroin, damals, wo das bei uns angefangen hat, wusste keiner, was Heroin ist. So bin halt auf dem Heroin halt kleben geblieben, weil mir das am meisten die Funktion gegeben hat, was ich immer vermisst habe. Also hat keine richtige Familie, so das Familienleben, ich nie so die richtige Freundin, Partnerin.
Ich wollte eigentlich einfach nur irgendwo ankommen, geborgen sein, geliebt werden. Ne? Das war so das Wichtigste für mich und das hat mir dann halt viele Jahre einfach nur die Drogen gegeben. Mit 32 war Sebastian 4 Jahre lang clean, sagt er. Doch nach einigen schweren Schicksalsschlägen landete er wieder bei den Drogen und auf der Straße. Jetzt hat er eine neue Freundin. Sie konsumiert nicht und Sebastian will die Drogen nicht in diese Beziehung reinbringen. Deshalb versucht er heute von Schmerzmitteln und anderen Tabletten, von denen er noch abhängig ist, loszukommen. Mir ging es halt einfach nur darum, um stark zu sein, um zu funktionieren, um meinen Alltag zu meistern. Ja, diese ganzen Schmerzmittel, diese Opiatmedikamente, ob es Tilidin ist, Tramal, so eine Sache, halt auch alles, was Downer sind, aber was du halt vom Arzt dir holen kannst, wozu du halt keine Straftaten bauen musst. Ich gehe ja teilweise zu Ärzten rein und erzähle dir mehr aus ihren Büchern, wo die nachschlagen müssen, als was die selber wissen. Ne? Also du kannst dir dann schon Strategien zurechtlegen oder weißt, was du den Arzt sagen musst. Du kriegst auch eine gute Menschenkenntnis. Ne? Sebastian kennt die Tricks, um an die Pillen zu kommen. Und keiner kennt seine Sucht besser als er selbst. Vor Mittagessen bin ich wieder im Pflegezimmer. Hier können Patienten und Patientinnen immer mit ihren Anliegen vorbeikommen. Ich würde sagen, 98% unserer Patienten sind eigentlich polytoxikomane Patienten, die mehrere Substanzen gleichzeitig konsumieren. Und warum das so ist, weil es halt einfach passt. Also jemand, der abends Medikamente nimmt oder Drogen nimmt, die einen sehr müde und platt machen, braucht frühs irgendwas, um wieder in den Pushen zu kommen und den Tag irgendwie rumzukriegen. Mario ist Stationsleiter in Haus 23, seit 17 Jahren schon. Wer in seine Station kommt, muss klaren Regeln folgen. Kaffee nur bis 17 Uhr, Energy Drinks sind verboten. Keine sexuellen Kontakte, Ausgang nur unter Aufsicht oder Absprache. Gewalt und Drogenkonsum führen zur sofortigen Entlassung. Dieser feste Rahmen und eine Struktur von außen hilft den Drogenabhängigen, sich aufs Wesentliche, nämlich gesund zu werden, zu konzentrieren. Hier sind rote Schildchen, das bedeutet immer, die Patienten sind in der ersten Woche. Dürfen kein Telefonat empfangen, dürfen keinen Besuch kriegen, essen noch komplett hier im Haus und sind noch die Patienten, die relativ neu sind, die noch ein bisschen mehr pflegerischen Aufwand haben, die noch ein bisschen genau beobachtet werden müssen. Die Patienten, die gelbe Schildchen haben, das sind die, die schon mindestens eine Woche bei uns sind. Die haben schon die erste Lockerungsstufe erreicht. Die essen schon in der Cafeteria und die dürften auch Besuch empfangen von Verwandten ersten Grades. Noch eine Stufe weiter sind die, die grüne Schildchen haben. Das sind die, die in der dritten Woche sind. Die haben genau die gleichen Vergünstigungen wie die in der zweiten Woche. Dürfen nur mit jemandem, der auch grün ist, zusammen eine Stunde in den Ausgang gehen. Also einfach auch als Belastungserprobung für das, was draußen wieder auf die Patienten wartet. Die Patienten und Patientinnen sind durchschnittlich mindestens 3 Wochen hier. In Ausnahmefällen bleiben sie auch länger, bis zu 6 Wochen. Was sind das für Menschen? Was bringen die mit? Kommen tun, glaube ich, prinzipiell alle Patienten, alle Menschen quer durchs Gemüsebeet. Aber nicht alle Patienten können sich auf diese stationäre Entgiftung, dieses stationäre Setting mit relativ viel Struktur und auch viel in Anführungszeichen Freiheit abgeben, mit keinem Besuch einlassen. Also gerade die, die sozial sehr eingebunden sind, die Versicherungsmakler, die mitunter Ärzte, die Menschen, die eine Familie draußen haben, um die sich kümmern müssen, die kriegen das stationär nicht hin. Ja, es gibt auch suchtkranke Ärzte und Versicherungsmakler auf Entgiftung. Der Ansturm unter Corona, sagt Mario, war extrem hoch. Alle ambulanten Hilfen waren eingestellt. Selbsthilfegruppen sind weggebrochen. Nach wie vor ist die hohe Nachfrage nicht abgeflacht. Wenn ich jetzt bei uns im Kalender gucke, haben wir die nächsten Termine in 2,5 Monaten. Das ist einfach für eine Entgiftung viel zu lang. Es ist mittlerweile 2:30. Um kurz nach 11 gab es Mittagessen. Um 12:30 nochmal eine Stunde Ergotherapie. Sebastian hat gerade freie Zeit. Kaffee und Kuchen gibt's erst in einer halben Stunde. Hier oben ist ja so die Station für die, die schon ein bisschen stabiler sind, ja, die nicht mehr so unter Kontrolle sein müssen, mhm, die halt quasi ein bisschen selbstständiger sind. Und die von unten dürfen auch nicht hoch, nur die von oben mit runter. Ah. Weil hier ist jetzt auch kein Schwesternzimmer oder irgendwas. Ah, okay. Hier sind halt nur noch Wohneinheiten. Alles gut. Na, und das ist halt unser Freizeitraum. Und wenn kein Therapieprogramm mehr ist, können wir auch Fernseher anmachen. Das heißt ab 17 Uhr? Ja, so ungefähr. Ne? Hm. Nach dem Spazieren dann. 16, 15 ist nochmal spazieren, das ist immer Pflicht. Wie kriegst du sonst deine Zeit rum? Naja, schwierig halt. Viel bist du mit Nachdenken beschäftigt. Ne? Ich telefoniere oft halt mit meiner Freundin oder so, wenn dann Telefonzeiten sind. Ja, das darfst du auch noch zu bestimmten Zeiten. Ja, ja. Du kriegst halt abends von 19 bis 21 Uhr, haben sie jetzt auch erst eingeführt, dass du halt das Handy haben kannst. Wie glaubst du denn, wäre dein Leben gewesen ohne den frühen Drogeneinstieg?
Das Ding ist ja, ich war ja Schule ziemlich gut. Ich habe 6 Jahre Eishockey gemacht, also war auch im Sport richtig gut. Ich hatte letztens wieder einen IQ-Test, da hatte ich 134. Also ich bin halt nicht dumm, ne? Aber ich habe es halt nicht so richtig zum Einsetzen gewusst. Wenn ich gearbeitet habe oder so, bin ich meistens Bau oder irgendwas gegangen, was mich eh nicht gefördert hat. Mhm. Hauptsache, du hast irgendeinen Job, ne? Mhm. Und da war auch noch so dieses Verheizen und irgendwann hast du halt auch wieder mitgekriegt, oh, du wirst schwach und du kommst nicht mehr raus. Und was hast du gemacht? Nimmst wieder Drogen, um irgendwie funktionieren zu können. Mhm. So diese Hilfe suchen und auch annehmen und auch drum bitten, ist halt einfach nicht falsch. Mhm. Man soll es halt machen. Das war halt in dieser Corona-Zeit so schlimm. Du konntest nicht mehr ins Fitnessstudio, du konntest nicht mehr mit Leuten treffen, dies und das. Mhm. Und ich will auch nicht wissen, wie viele zu Hause sitzen und sich tagtäglich den Kopf zusaufen oder so, weil sie einfach nur einsam sind. Mhm. Ja. Auch gegen die Einsamkeit ist der Aufenthalt in der Gruppe gut. Und eins verbindet hier fast alle, das Rauchen. Auf dem Balkon ist immer ein Grüppchen, das gerade raucht und über das Leben sinniert. Was wir verjunkt haben, wir hätten Häuser haben können, wir hätten alles haben können am Ende. Weißt du, was ich meine? Wir hätten 2 Eigentumshäuser gehabt, Alter. 2 Eigentumshäuser. So viel draus machen können. Und wir sind ja nicht dumm, weißt du? Am Nachmittag bin ich mit Jared auf dem Klinikgelände unterwegs. Er kam mit 5 verschiedenen Substanzen in die Klinik. Kokain, Benzos, Crack, Lyrica und Cannabis. Was hat dir was gegeben? Also halt so Kokain und Amphetamin, halt, dass ich mich selbstbewusster fühle. Und halt die Benzos und Cannabis, halt, dass ich halt keine Gedanken habe. Also ich habe viel Gedankenkreisen und so und das kam halt dadurch, wurde dadurch verschwächt, sag ich mal. Jared ist vor 2 Wochen von Haus 23 in eine Therapiegruppe auf dem Klinikgelände gezogen. Hier wohnen Patienten, die weniger Beobachtung brauchen, gemeinsam in einer Wohnung, um zu lernen, sich wieder alleine zu kontrollieren. Und hier ist jetzt das Wohnzimmer. Eigentlich steht da auch noch ein Fernseher, aber der ist gerade bei einem Kollegen drin. Jared lebt eigentlich in NRW. Er hat einen Realschulabschluss und, wie er sagt, ein stabiles Elternhaus. Dort hat er auch bisher gewohnt. Also ich habe an meinem 13. Geburtstag einen Joint geschenkt bekommen von einem 10-Klässler und damit hat es halt angefangen. Und dann halt 2 Jahre später wurde ich halt, halt auf Ecstasy, also auf Pillen, aufmerksam. Also da hat sich meine Ex von mir getrennt und deswegen habe ich dann halt Ecstasy konsumiert mit 15 Jahren. Und dann ist halt ist immer intensiver geworden und halt irgendwann habe ich halt dann immer mehr konsumiert. Jared zeigt mir sein Zimmer, das er mit einer weiteren Person teilt. Genascht wird auch viel, ha? Ja. Ersatzdroge. Genau, das ist alles Suchtverlagerung. Spielt in deinem Freundeskreis Konsum eine große Rolle? Ja, also in meinem Freundeskreis ist es halt so, dass die meisten halt konsumieren. Und nehmen die auch alle so viel? Ja, die nehmen auch alle so viel, wenn nicht sogar mehr auch. Krass. Ja. Aber wo kriegt ihr denn das Geld dafür her? Ja, also das Geld ist halt Beschaffungskriminalität, sage ich mal. Viele machen das, also um klauen zu gehen oder die verkaufen was und so. Mhm. Ja, also ich nehme das Geld eigentlich von meinem Gehalt. Jared hat zuletzt ein freiwilliges ökologisches Jahr im Landschafts- und Gartenbau gemacht. Sein Chef weiß von seiner Suchterkrankung und dass er jetzt im Entzug ist. Er unterstützt ihn dabei. Was macht das denn mit deiner Birne? Man merkt zwar, dass man ein bisschen eingeschränkt ist vom Denken her, aber sonst eigentlich nichts. Also was man auch merkt, ist zum Beispiel, dass ich schüchterner geworden bin, halt wenn ich nicht konsumiere. Weil halt die Drogen geben einem zwar so ein Gefühl von Stärke und so, aber sobald man halt nicht mehr konsumiert, ist es dann halt so, dass diese Stärke weggeht. Letztes Jahr am 21. Juli ist halt mein bester Freund mit 17 halt verstorben an einer Überdosis Heroin und halt Metadikt und Polardikt, also das sind Heroinersätze. Und ja, seitdem habe ich auch kein Heroin mehr angefasst, weil es halt wirklich ein schwerer Treffer war, sage ich mal. Ja, also das hat mich in dem Sinne gerettet, dass er halt gestorben ist, hat mich gerettet. Du sagst es jetzt so, mein Freund ist mein bester Freund ist mit 17 an einer Überdosis Heroin gestorben. Also das ist ja ein völlig krasses Erlebnis. Hat das dich irgendwie verändert? Ja, also es hat mich halt sehr abgestumpft, sage ich mal. Also ich habe seit letztem Jahr halt insgesamt 5 Leute verloren. Was? Ja. Alles aus deinem Freundeskreis? Ja, alles aus meinem Freundeskreis.
Ach krass, was macht ihr denn? Ja, zu viel nehmen. Also die 5 Leute, die ich verloren habe, waren auch aus einem halt stabilen Elternhaus. Und halt, die sind auch alle nicht irgendwo draußen verstorben, sondern die sind halt alle bei sich im Zimmer verstorben halt. Also die Eltern haben die dann gefunden. Das ist halt wirklich alles nur Zweckfreundschaft. Die Jugendlichen sind an einer Überdosis gestorben. Schmerzmittel, Angstlöser, Heroin oder Heroinersatzstoffe. All diese Substanzen, sagt Jared, kann man einfach so im Internet bestellen. Und sein alter Freundeskreis macht weiter damit. Also ich habe jetzt zu den meisten Kontakt abgebrochen, weil wirklich, also ich habe jetzt wirklich nur noch Kontakt zu meiner Freundin halt. Ja. Und ich gehe jetzt erstmal Langzeittherapie. Deswegen, ich habe auch meine Nummer schon gewechselt. Also das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Meistens ist es so, dass es beim Drogenkonsum sowieso nur Zweckfreundschaften sind. Mhm. Also das nennt man so. Und ja, dass die halt von einem, solange man Drogen hat oder Geld hat, dass die zu einem kommen. Aber sobald du halt nichts mehr hast, so dass die sich auch nicht melden. Also das muss man auch lernen halt mit der Zeit. Warum Patienten wie Jared für die Klinik eine Herausforderung darstellen, wird mir hier gleich erklärt. Ich besuche kurz die 2. Suchtstation des Heinig-Klinikums. Hier ist die Tür immer offen. Oberarzt Dr. Freitag empfängt mich. Patienten im Haus 13 können sich frei auf dem Gelände bewegen und Kontakt nach außen behalten, erklärt er mir. Es sind vor allem Suchtkranke, die noch im Arbeitsverhältnis sind. Familienväter und Mütter mit Kindern. Ja, also das Herausfordernde ist ja, dass sie ja wirklich viele Substanzen einnehmen. Und manchmal ist es so, dass man selbst, gerade wenn es sich um neuropsychoaktive Substanzen handelt, dann selbst ich als Arzt oder auch meine anderen Kollegen gar nicht so viel mit der Substanz anzufangen wissen, weil die einfach immer wieder neue Substanzen gibt, die sich übers Internet bestellen und man ja auch gar nicht so richtig weiß, was ist da drin. Und dann nimmt mich Dr. Freitag noch in eine Psychosegruppe mit. Die Patienten und Patientinnen sollen hier lernen, dass der Konsum bestimmter Substanzen sich so sehr auf die Psyche auswirken kann, dass man an einer Psychose erkranken kann. Wissen Sie so Substanzen, die vor allem solche Psychosen gerne machen? Cannabis und Crystal im Mischkonsum. Auf jeden Fall, genau. Also Cannabis kann es machen, gell? Methamphetamine macht es sehr gerne. Also man kann davon ausgehen, dass so jeder zweite Patient, der so längerfristig Methamphetamine konsumiert, dass der irgendwann in seinem Leben eine Psychose entwickelt. Ja, das ist sehr häufig. Auch was es machen kann, ist das Kokain, gell? Aber auch der Alkohol. Das finde ich ganz schön heftig, vor allem vor dem Hintergrund, dass der Crystal Meth Konsum in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Das sieht gut aus. Haben Sie mal eine Zeit lang gespritzt? Sticht man kurz? In Haus 23 treffe ich nochmal Stationsleiter und Pfleger Mario. Er erzählt, dass sich auch die Patienten und Patientinnen über die letzten Jahre verändert haben. Es kommen immer häufiger auch Menschen, die mitten im Leben stehen und Drogen nutzen, um ihren Alltag zu bewältigen. Gerade diese Crystal-Szene, höher, schneller, weiter, das passt halt auch einfach gerade gut zur Gesellschaft. Welche Herausforderungen stellt das denn für euch, für die Entgiftung? Große Herausforderungen sind erstmal Substanzen, die wir nicht kennen, die wir nicht genau bestimmen können, sind auch diese Substanzen, die extrem schwere Entzüge machen. Bei uns ist da nur dieses Beispiel GHB, also Gamma-Hydroxybutysäure oder GBL. Das sind wirklich für uns schwerste Entzüge, die auch hier nur bedingt handelbar sind. Das sind solche Kandidaten, die wir in Absprache mit unserer Neurologie wirklich auf Intensivstation legen und da wirklich intensiv betreuen lassen. Apropos Intensivstation. Diese junge Frau lag vor ein paar Wochen noch genau dort, zum GBL-Entzug. Sie will nicht erkannt werden, deswegen sprechen wir sie nach und machen sie unkenntlich. Wie läuft das ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Also, das läuft ganz schlimm ab. Das ist so, dass du halt einfach ins künstliche Koma gelegt wirst. Du warst im künstlichen Koma? Genau, ich war im künstlichen Koma. Lange? Für ein paar Tage. Marina, so nennen wir sie, ist um die 30 Jahre alt. Sie war 4 Jahre lang GBL-süchtig, hat zuletzt alle 2 Stunden konsumiert. GBL oder GHB macht schnell abhängig. Wer in diesem Stadium nicht ständig nachlegt, kommt in ein sogenanntes Entzugsdelir. Das Gehirn steigt vorübergehend komplett aus. Der Körper gerät in einen lebensbedrohlichen Zustand. Deshalb das Koma. Oft sagen die Pfleger und Pflegerinnen, dass sie gerne ein Video machen würden. Im privaten Bekanntenkreis machen wir oft Videos von Leuten, wenn die abschmieren, um es denen danach noch zu zeigen. Weil man das selbst nicht glauben kann. Das macht schon traurig, wenn man das so sieht. Bei mir ist ja auch so, dass ich definitiv Polytox bin. Das heißt, ich nehme gerne alle Drogen. Ich habe viele Drogen genommen, um einfach so zu sein, wie du jetzt bist. Nicht, um jetzt irgendwie so Party zu machen, sondern einfach, um normal zu sein. Drogen nehmen war offensichtlich Marinas Lösung, um mit der Arbeit, dem Alltag und allen Anforderungen dieser schnelllebigen Zeit klarzukommen.
Neben GBL hat Marina gekifft, gekokst und andere Drogen genommen. Auch sie hat Heroin probiert, erzählt sie. Das Verrückte, niemand aus ihrem Freundeskreis wusste, dass Marina alle 2 Stunden GBL nimmt. Es war so anstrengend einfach, die ganze Zeit alles zu verheimlichen, dieses krasse Doppelleben zu führen. Wenn man zu Leuten sagt, ja, ich nehme Drogen, dann geht was kaputt in deren Gesichtern und auch im Respekt. Das heißt, dass ich sehr viel verheimlicht habe. Für mich war GBL oder ist GBL immer noch eine Schande, das so zu nehmen. Hast du denn jetzt vor, das mehr Leuten zu erzählen? Weil das würde ja vielleicht schon helfen, dich davon abzuhalten, das wieder zu machen. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll, aber ich mach's nicht, weil ich mich dafür schäme. Immer noch. Auch ich hätte Marina nicht angesehen, dass sie so lange und so viel konsumiert hat. Um 16:30 bin ich mit ihr und ein paar anderen aus Haus 23 beim Kegeln. Bisschen Bewegung und Ablenkung. Hinter mir wird noch gekegelt, der Rest der Gruppe, der geht noch eine große Runde spazieren und dann sind die Programmpunkte für den Tag auch so halbwegs abgearbeitet. Also um 17.10 Uhr gibt es noch Abendessen und danach um 19 Uhr eine Abendrunde. Der nächste Tag. Ich bin wieder früh im Klinikum und im Haus 23. Ab 7 Uhr gibt's Frühstück und die Patienten und Patientinnen können sich im Schwesternzimmer ihre Medikamente abholen. Die meisten bekommen Medikamente gegen ihre Entzugssymptome, wie Schmerzen oder Unruhe. Auch Sebastian. Was kriegst du jetzt morgens? Ich kriege jetzt halt meinen Ersatzstoff, womit die anderen auch substituiert werden, halt Polamidon, wo ich runterdosiert werde. Okay, bei welcher bis jetzt? Nur noch 1,5, also nicht mehr viel. Cool. Man merkt schon immer mal zwischendurch. Polamidon ist ein Substitutionsmittel für Heroin. Sebastian hat im Entzug die Dosis reduziert. Mit 1,5 Milligramm ist er nah dran am Clean-Sein. Übrigens, die vielen Tabletten sind nicht nur Substitutionsmedikamente, sondern auch Vitamine, Krampfschutz oder Magenschutz. Das dauert immer so locker eine Stunde, ehe die alle ein bisschen in die Gänge kommen, weil die Medizin wirkt. Viele wachen schon mit Entzug auf oder so. Ich begleite Jared, Sebastian und 2 andere am Vormittag zum klinikeigenen Garten. Dort muss gegossen werden. Ich will erfahren, wie es ihnen heute früh geht und was die größten Herausforderungen sind, die Sucht in den Griff zu kriegen. Wie ist deine Stimmung heute? Naja, psychisch halt ein bisschen down, so durch das Runterdosieren so fängt halt auch an, dass der Kopf immer mehr sich durchsetzt und sich beschwert und halt wieder irgendwelche... Na, man fühlt sich halt schlecht für manche Sachen, die man dann wieder gemacht hat oder dass man versagt hat und so eine Sache, so die Depressionen kommen halt durch. Ne? Manchmal so stark, dass Patienten aufgeben. Mein Zimmerkollege, der hat ja heute auch abgebrochen. Ne? Der ist mit dem Medis, ich glaube gestern oder so, ist er auf 0 gegangen. Und hätte halt gerne ein paar andere Medikamente gehabt, so gegen Suchtdruck und gegen die Schmerzen und das alles. Und das hält halt nicht so aus. Hast du auch schon mal abgebrochen? Hab ich, pass mal auf, war der Auto. Okay. Früher, wo ich halt noch jünger war. Du findest halt schnell irgendwelche Sachen, die eigentlich total belanglos sind, aber in dem Moment redest du dir die so schön, dass die so wichtig sind, dass du nach Hause musst. Und wenn du dir nur sagst, ey, da ist ein Schlüpper, den ich eigentlich gerne anziehen wollte, ist er, und hab ihn nicht mitgenommen, ja gut, jetzt muss ich nach Hause fahren. Einfach nur, um dich selber zu verarschen, und in Wirklichkeit willst du eigentlich nur raus und stoffen, ne? Vor ein paar Jahren haben sie sich den erst gekauft, gell, der war komplett verwildert. Sebastian bewegt sich auf dem Klinikgelände und auf Stationen wie zu Hause, sehr vertraut. Auch den Garten kennt er seit der Entstehung. Ja, die haben den vor ein paar Jahren halt gekauft hier. Das war komplett verwildert, das Ding, weißt du? Also wie die hier nebenan. Und dann sind wir halt immer rein und haben angefangen, das Ding zu einrümpeln und aufzubauen. Und jetzt pflegen wir das eigentlich jedes Jahr so. Jared macht diese Arbeit hier Spaß. Er will nach dem freiwilligen ökologischen Jahr eine neue Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer anfangen. Übrigens, alle 4 Männer haben neben der Abhängigkeitserkrankung auch eine Begleitdiagnose. Jared hat mit 15 eine Depression und eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert bekommen. Also mit 18 wurde noch eine bipolare Störung mit impulsiven Typus festgestellt. Und das sind halt die 3, sage ich mal, Diagnosen, die ich habe. Die Depression und so, das war schon vorher. Mhm. Aber so die bipolare Störung, denke ich mal, ist durch die Drogen ausgelöst worden. Oft nutzen psychisch kranke Menschen Drogen, um überhaupt mit der Welt klarzukommen und verstärken damit wiederum ihre psychische Grunderkrankung. Sebastian zum Beispiel hat neben der Sucht Borderline und ist manisch-depressiv.
Teilt ihr eigentlich auch so, wenn ihr hier so einen privaten Schnack habt, mal so richtig intime Sachen miteinander? Und ich zum Beispiel habe übelst Probleme. Selbst meine Familie, die ich noch habe oder so, die wissen nicht viel von mir, was mich gefühlstechnisch angeht, so, weil ich halt einfach extrem verschlossen bin. Wir sind ja komplett beziehungsgestört in der Hinsicht quasi, weil wir halt einfach Angst haben, irgendwas zuzulassen. Und die anderen wollen halt vielleicht alles geben und wir sehen aber eher den Misstrauen da drin und haben Angst, zu viel zuzulassen, um einfach wieder enttäuscht zu werden. Also meine Freundin ist bei mir an oberster Stelle, sage ich mal. Also das ist schon sehr wichtig für mich. Also wenn ich eine Beziehung habe, dann ist es halt so, dass diese Beziehung, also dass ich für diese Beziehung alles tun würde, sage ich mal. Also das ist schon leicht krankhaft, sage ich mal. Aber das ist halt so. Die Beziehungen der Männer scheinen einen großen Anteil daran zu haben, dass die beiden gesund werden wollen. Jared geht nach dem Entzug mit seiner Freundin zusammen in eine 6-monatige Langzeittherapie, stationär. Auch sie ist drogenabhängig. Sebastian will mit seiner Freundin in den Norden ziehen und nie wieder an der Nadel hängen. Irgendwann will er ganz clean sein, ohne Substitution. Zu Hause in Berlin. Kurz nach meinem Dreh bin ich mit der Chefärztin des Ökumenischen Heinig-Klinikums per Zoom verabredet. Hallo. Dr. Katharina Schött ist Psychiaterin und als Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin meine Ansprechpartnerin Nummer 1 in Suchtfragen. Sie sagt, dass vor allem kurz nach einem Entzug, wenn keine weiteren therapeutischen Behandlungen anstehen, Patienten rückfällig werden. Und in dieser Phase clean zu bleiben und nicht der Versuchung ja nachzugeben und zu sagen, naja, aber mal schnell einen Schluck wieder, eine Pille geworfen, einen kurzen Schuss und dann ist für 3-4 Stunden erstmal die Welt wieder in Ordnung. Das ist eine unheimlich große Herausforderung. Ein Entzug alleine reicht nicht aus oder nur bei den allerwenigsten, sondern das Entscheidende ist, in der Entzugsphase hat derjenige einen klaren Kopf, kann darüber nachdenken und muss dann eine Entscheidung treffen, was mache ich weiter über die Entzugsbehandlung hinaus. Und wenn er da sowas wie eine stationäre Langzeittherapie macht, dann hat er eine Chance zu 40%, aber immerhin die knappe Hälfte schafft es dann, langfristig nach einem Jahr immer noch drogenabstinent zu sein. Währenddessen, wenn er gar nichts danach macht, dann wären wahrscheinlich 95% rückfällig. Am Anfang braucht es einen Willen zur Veränderung und das heißt auch, sich als suchtkranke Person zu zeigen und Hilfe zu holen. Denn ganz alleine bekommen die wenigsten ihre Sucht in den Griff. Was wir alle tun können, ist, Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung nicht abzustempeln, damit sie sich für ihre Krankheit nicht mehr schämen müssen und einen Platz in der Gesellschaft finden. Wir verlinken euch hier noch ein neues Funkformat, Crisis hinter der Front, zeigt die Auswirkungen von weltweiten Konflikten auf den Alltag der Menschen vor Ort und die Folgen weltweit.